Also ich habe mit 5 Blockflöte angefangen und dann kam das Klavier dazu. Dann spiele ich hauptsächlich Saxophon, Klarinette, spiele auch noch Gitarre und hatte im Studium Schlagzeugunterricht, da kriege ich auch einiges noch zusammen. Ich bin Musikerin und es ist schwer zu beantworten, was ich mache, weil ich so verschiedene tausend kleine unterschiedliche Dinge mache. Auf der einen Seite ist es ein Handwerk, was man lernt. Natürlich gehört Talent dazu, aber genauso wie Talent dazu gehört, gehört Fleiß dazu. Also der talentierteste Musiker kannst du nichts bringen, wenn er nicht wirklich übt, 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 übt. Das, was mir am Herzen hängt, ist das Vier-Farben-Saxophon. Das ist ein Saxophon-Quartett. Spielen schon hauptsächlich in normalen Konzertklamotten, aber es ist halt so, das Quartett, bevor ich eingestiegen bin, war schon auf dem Trip. Die haben viel Mozart-Transkription gespielt in Barockkostümen, was natürlich zeitlich auch nicht richtig passt, aber das wissen die meisten ja nicht. Optimalerweise ist man also wirklich mit den Gedanken und mit der Emotion bei dem, was man macht und ist irgendwie eins in diesem Ding von Musik. Ensemble halt. Also es ist ja ein großer Klangkörper und man ist optimalerweise irgendwie ein Teil davon gerade. So verschmilzt so mit den anderen. Das gelingt mir auch manchmal oder häufig und manchmal denkt man drüber nach, oh, jetzt ist der im Publikum, was mag der jetzt wohl denken? Und oh, jetzt der kratzt sich gerade am Kopf, was soll das wohl heißen oder so. Also das ist nicht immer gleich. Also ich schätze an meinem Beruf, dass ich rund um die Uhr mich mit Musik beschäftigen kann, dass es einfach meine Leidenschaft ist und dass ich machen kann im Prinzip, was ich möchte. Dass ich nicht morgens ins Büro gehen muss und muss Sachen abarbeiten, sondern dass ich wirklich mir das aussuche und dann auch jeden Tag mit Freude machen kann, weil ich das halt will.